Während der Länderspielpause möchte man denken, es wird selbst beim FC Bayern etwas ruhiger, doch zwei Talente fordern nun mehr Spielzeit oder liebäugeln mit einem Wechsel. Xherdan Shaqiri wollte den Rekordmeister bereits im Sommer verlassen, durfte jedoch nicht. Nun ist auch Pierre-Emil Højbjerg mit seiner Situation unzufrieden und übt öffentlich Druck aus. Ich bin seit anderthalb Jahren in der ersten Mannschaft. Ich muss mich fragen, ob ich mehr lernen kann als nur Training. Ich habe Morten Olsen versprochen, dass ich ab 1. Januar regelmäßig Spielzeit habe. Klingt, als schließe der 19-Jährige auch einen Wechsel nicht aus. Interesse gibt es scheinbar aus der Bundesliga, den FC Augsburg nämlich. Trainer Markus Weinzierl sagte, wir würden jeden Spieler des FC Bayern nehmen. Højbjerg kam in der laufenden Bundesliga-Saison bislang auf 87 Einsatzminuten. Zweimal stand er erst gar nicht im Kader. Auch Xherdan Shaqiri scheint sich trotz des Startelf-Einsatzes gegen Hannover mit seiner Rolle nicht abfinden zu wollen. Der Schweizer sagte der Neuen Zürcher Zeitung, ich wollte im Sommer mehr Spielpraxis, das ist bekannt. Wir haben uns mit dem FC Bayern zusammengesetzt und gesprochen. Die Nachricht war klar, ich müsse bleiben. Das habe ich akzeptiert. Im Winter werden wir uns nochmals zusammensetzen und weitersehen. Vor allem eine Situation nagt noch heute am 23-Jährigen. Zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg stand der junge Gianluca Gaudino in der Startelf. Das war kein einfacher Augenblick. Es ist nicht schön, wenn man als Nationalspieler draußen sitzt und ein 17-Jähriger mit weniger Erfahrung den Vorzug erhält. Doch genau dieser 17-Jährige genießt unter Trainer Pep Guardiola im Moment großes Vertrauen. Vielleicht sogar mehr als Shaqiri und Højbjerg.